Meine Damen und Herren, ich bin ein Narr. Ich war schon immer ein Narr, ich habe es nur nicht immer gewusst. Aber ich habe schon immer meine Fantasie für die Wirklichkeit gehalten, wie alle Narren. Und die Wirklichkeit war für mich eine bedeutungslose Illusion. Und ich habe geglaubt, das geht allen Leuten so. Naja, ich war eben ein Narr. Ich war auch ein liederschreibender und liedervortragender Narr. Und weil die Leute bei meinen Liedern lachten und applaudierten, habe ich geglaubt, dass sie meine Meinung auch teilten. In Wirklichkeit hielten mich die Leute nur für den Narren, der ich war. Und wenn ein Lied zu Ende war, gingen die Leute in ihre Welt zurück und ich blieb in meiner. Ich schrieb zum Beispiel ein Lied, das ging: Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht. Warum auch nicht? Sie hätten sonst die Nacht nur schlaflos zugebracht. Wie diese Engel sich nur schlängeln und schmiegen Bein an Bein. Jeder Schritt muss bei dem Rhythmus ein Vergnügen sein. Ich ahnte gar nicht, dass mein Lied ja nur für mich so logisch klang und dass die meisten Leute in der Welt nicht merkten, was ich sang. Ich schrieb auch andere Lieder, beispielsweise den guten alten Franz. Ich hab wirklich viele Freunde und doch nur einen einzigen Freund, den guten alten Franz. Schon seit Jahren sind der Franz und ich aufs Innigste vereint, der gute alte Franz. Wir haben mal ein Rendezvous gehabt mit zwei Madeln auf ein Bier, das heißt, meine ist nicht gekommen, aber seine, die war hier. Na, da bin ich heute mit seiner gegangen, ihm war's alles eins, der gute alte Franz. Der Franz und ich, wir waren bei der Kreditbank angestellt, der gute alte Franz. Ich hab damals gespült und gesoffen, oder brauchen wir ja Geld. Der gute alte Franz. Wie's die Bücher überprüft haben, haben's gleich gemerkt, die Schwindelei. Und zum Franz und mir haben's gesagt, ja, das war einer von euch zwei. Und der Schuldige von euch, der kriegt 5 Jahre für die Bilanz. Der gute alte Franz. Ja, und dann schrieb ich, drüben beim Herrn Wachtel steht der große Schachtel und ich bin so neugierig, was könnte da drinnen sein? Eines Tages geht er, zurück kommt er erst später, da sag ich nur, jetzt ist Zeit und schleich mich zu ihm rein. Wie ich die Schachtel pack, trifft mich fast der Schlag. In der Schachtel liegt ein Blunschli und eine Birne und ein Knopf. Wozu der Mann ein Blunschli braucht, das geht mir nicht in den Kopf. Eine Birne kann man essen, einen Knopf, den kann man nähen. Von einem Blunschli hat man gar nichts, drum kann ich's nicht verstehen. Und wie ich näher hinschau, was glauben Sie, was ich entdeck? Ein blauer Bleistiftspitzer liegt hinterm Knopf im Eck. Der Knopf liegt neben dem Blunschli, der Blunschli neben der Birne. Das kann ich nicht begreifen, das geht mir nicht ins Hirn. Bei sowas wird mir schwindlig, da bin ich empfindlich. Das ist mir unergründlich, das wird noch ein Skandal. Ein Blunschli ist gefährlich, beschwerlich, entbehrlich. Drum ist's mir unerklärlich, der Wachtel ist nicht normal. Ein Blunschli und ein Spitzer und ein Knopf und eine Birn. Zu was braucht er den Blunschli, das werde ich nie kapieren. Und dann war noch, schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Geh mal Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Geh mal Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube und jeder vergiftet eine Taube. Der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark beim Tauben vergiften im Park. Kurz, ich war ein Narr und wusste es nicht. Jetzt schau ich mir täglich in mein Narrengesicht und sag den Leuten, also gut, ihr werdet sehen. Bleibt nur normal, ich bleibe schizophren. Ich habe mich der Schizophrenie ergeben. Das ist ein sehr schöner Beruf. Ich habe auch recht viel zu tun. Man ist Staatsfeind und trotzdem kein Verbrecher. Allerdings haben sich die Voraussetzungen für den Beruf sehr geändert in letzter Zeit, geradezu umgekehrt.
Früher hat man doch gesagt, es ist ganz normal, dass es auch verrückte Leute gibt. Heute sagt man, ist das nicht verrückt, dass es noch normale Menschen gibt? Oder früher hat man über einen Verrückten gesagt, na ja, er ist verrückt, aber er ist glücklich. Heute sagt man, was der sagt, der ist glücklich, der muss ja verrückt sein. Früher hat man sich über die rebellische Jugend geärgert, weil sie sich nichts gefallen lassen hat. Heute ärgert man sich über die Jugend, weil sie sich alles gefallen lässt. Oder früher hat man zu Hause beim elektrischen Strom gespart. Das war selbstverständlich, niemand hat drüber geredet. Heute reden alle drüber und niemand spart. Oder nehmen Sie Politiker. Früher hat man gesagt, die Politiker sind verrückt. Aber man hat gewusst, eigentlich sind sie ganz normal. Heute sagt man, Politiker sind Menschen wie du und ich, ganz normal. Aber man weiß, sie sind verrückt. Früher, wenn ein Beamter arbeitslos wurde, wurde er Kommunist. Heute, wenn ein Beamter Kommunist ist, wird er arbeitslos. Früher hat man über den Kaiser Franz Josef gesagt, naja, der Kaiser Franz Josef ist noch immer besser als der Napoleon. Heute sagt man, der Napoleon wäre mir noch immer lieber als der Franz Josef. In Deutschland weiß man schon, wie ich das meine. Kurz, die Logik ist Unsinn geworden, der Unsinn Logik. Und dagegen gibt es nur ein Mittel, weder Logik noch Unsinn, sondern Irrsinn. Also Schizophrenie. Gegen die Schizophrenie sind die Mächtigen machtlos, die Polizei hilflos, der Fanatismus gegenstandslos. Die Weisheit streckt vor der Schizophrenie die Waffen und sogar der gewaltsame Tod ist für den Mörder keine befriedigende Lösung. Wer pflegt mit Mut die Fantasie? Die Schizophrenie, die Schizophrenie. Wer lebt ganz ohne Marie? Die Schizophrenie, die Schizophrenie. Wer will nur Leistung und Arbeit und Fleiß? Wer macht uns weiß, was man ohnehin schon weiß? Und wer sagt zu all dem Hihi, die Schizophrenie, die Schizophrenie? Wer trotz der Psychiatrie, die Schizophrenie, die Schizophrenie? Wer wacht froh auf in der Früh, die Schizophrenie, die Schizophrenie? Wer macht den Mann zum Soldaten, wenn er kann, und fängt damit beim Kind in der Wiege schon an? Und wer ist der Lebensjongleur? Der Schizophreneur, der Schizophreneur. Eine Dattel hüpft im Urwald, eine Hummel sucht den Lenz, eine Birke kriegt ein Kind. Hinterm Glockenturm verfängt sich eine Kuckuckskonferenz, Goethe schillert durch den Wind. Eine Eule sagt ganz leise, jetzt hast du drei Wünsche frei und der Herr König kauft sich endlich einen Pfau. Siehst du, das ist klasse, wie geschaffen, dunkelblau. Siehst du, das ist klasse, bisschen südlich, doch im Grunde ganz genau. Was macht Afrika im Winter, was sagt Klopstock, wenn er schweigt? Was bedeutet eine Maus, wenn ein gleichschenkliges Dreieck einem Doktor etwas zeigt? Kommt da ein Wiegenlied heraus? Drüben sieht man Nofretete und daneben Alpha 3 und wenn man weitergeht, erreicht man einen Kuss. Siehst du, das ist klasse, ohne Anfang, nur mit Schluss. Siehst du, das ist klasse, etwas Niederlage, aber mit Genuss. Als Strindberg in die Schule ging, da gab es noch kein Bier, er konnte sich nicht beschwipsen, genau wie Ibsen. Als Wedekind erst 18 war, besaß er ein Klavier, er spielte darauf ein Solo, genau wie Marco Polo. Drum lass dir das eine Lehre sein und geh nicht zu den Zwergen, steck deine Nase nie hinein, sonst kriegst du sie nie heraus. Ja, lass dir das eine Lehre sein, deine Mutter meint's doch gut, das Leben ist kein Spiel, der Erste kommt ans Ziel. Eine Kerze steht im Fenster, das bedeutet Eis und Schnee. Halt die Augen lieber still. Meine Tante fliegt im Kreise und sagt jedes Mal Ade. Sie wird schon wissen, was sie will. Doch was ist schon eine Tante im Vergleich zu Alois Mock? Wenn du dich schüttelst, fällt die Asche von der Brust. Siehst du, das ist klasse und du hast es nie gewusst.
Siehst du, das ist klasse. Für die Mücken und die Gletscher und die Fischlein im Geplätscher von Gründonnerstag bis morgen im August und so weiter und so weiter. Eigentlich ist es unfair. Ich spreche hier als Schizophrener und Sie, die Normalen, zahlen die Fernsehgebühren. Also gut, dann will ich auch jetzt normal sein. So. Und jetzt fühle ich mich ganz anders, denn ich habe Pflichtgefühl. Je größer das Pflichtgefühl, umso kleiner sind alle übrigen Gefühle. Und da sich mein Pflichtgefühl vor allem auf meinen Beruf erstreckt, erkläre ich somit als österreichischer Staatsbürger mein gesamtes Leben zum Beruf. Ich bin pünktlich von Beruf. Ich bin hart, aber gerecht. Von Beruf. Ich bin patriotisch von Beruf. Ich habe Freude von Beruf. Ich habe auch Angst von Beruf. Angst spielt überhaupt eine große Rolle in meinem Leben. Mit ein bisschen Angst von Beruf wuchs ich auf. Meine Kindheit nahm von Beruf ihren Lauf. Ich hatte für'n Beruf von Beruf kein Talent. Wurde dann im Amt von Beruf Referent. Füge mich im Amt von Beruf recht gut ein, krieche meinem Chef von Beruf hinten rein. Fühl mich abends müd von Beruf, müd und leer, denn ich mache nichts von Beruf, das ist schwer. Aber Mensch bin ich auch, drum will ich auch lustig sein. Will mich meines Lebens freuen, mit den Weibern dreckig sein. Ob es Wein oder Bier, Schnaps oder Sekt, ich bin so frei. Sonst ist das Leben vorbei. Ich verachte jede Frau von Beruf, wenn ich kann. Wurde trotzdem eines Tags von Beruf Ehemann. Vater bin ich auch von Beruf, unverhofft. Schlage dieses Kind von Beruf gern und oft. Werde mit der Zeit von Beruf etwas grau. Schlag nicht nur das Kind von Beruf, auch die Frau. Sommer sind wir drei von Beruf an der See. Fahr jetzt einen Ford von Beruf statt VW. Aber Mensch bin ich auch, drum will ich auch lustig sein. Will mich meines Lebens freuen, mit den Weibern dreckig sein. Ob es Wein oder Bier, Schnaps oder Sekt, ich bin so frei. Sonst ist das Leben vorbei. Doch die Zeit vergeht von Beruf, wie's halt ist. Darum bin ich jetzt von Beruf Pensionist. Grab den Garten um von Beruf, nur aus Trotz. Seh auch sehr viel fern von Beruf, leider Gott. Sitz auch viel im Park von Beruf, wie verdammt. Sitze dort genau von Beruf, wie im Amt. Hole manchmal Bier von Beruf oder Brot, warte jeden Tag von Beruf auf den Tod. Aber jetzt will ich erst recht, will ich jetzt lustig sein, will mich meines Lebens freuen, mit den Weibern dreckig sein. Ob es Wein oder Bier, Schnaps oder Sekt, ich bin so frei, sonst ist das Leben vorbei. Denn das Leben vergeht, alles vergeht irgendwie, alle anderen Leute vergehen, mir tut's gar nicht leid um sie. So wie's früher war, wird's nicht mehr, da nützt kein Geschrei. Das war ein Leben, doch heute ist das Leben vergangen, vergessen, vorbei. Apropos vorbei, wollen Sie nicht meine Frau kennenlernen? Ich habe einen Gatten namens Hänschen. So süß, so schön, so gut, so stark, so klein. Er sagt, ich bin sein liebes, dummes Gänschen. Ansonsten fällt ihm selten etwas ein. Er isst, er trinkt, sieht fern und arbeitet fleißig. Und auch der Fußball interessiert ihn natürlich sehr. Er könnte noch viel dazulernen, oh, das weiß ich. Aber lernen will er nun und nimmer mehr. Und was Hänschen nicht lernt, lerne ich schon gar nicht. Was Hänschen nicht weiß, kommt mir nicht in den Sinn. Wenn Hänschen am Abend ins Wirtshaus fährt, dann warte ich, bis er wiederkehrt, damit er auch täglich vor Augen hat, was für wertvolle Gattin ich bin. Wenn Hänschen nicht wählt, wähle ich schon gar nicht. Wenn Hänschen befiehlt, dann wähle ich ÖVP.
Ich misch mich in Politik nicht ein. Mein Hänschen will ja nicht Kanzler sein. Und wenn er es will, dann schafft er es schon, auch wenn ich davon nichts verstehe. Ich backe Kuchen, geh meine Freundin besuchen, geh auch zum Doktor, zum Zahnarzt und auch zum Friseur. Unser drittes Kind ist die Johanna. Ja, Kinder machen, das kann er. Mein Hänschen kann überhaupt alles und deswegen braucht er auch nichts mehr zu lernen, sonst wüsste er noch mehr. Und was Hänschen nicht lernt, lerne ich schon gar nicht. Was Hänschen nicht weiß, das geht mich auch nichts an. Das macht ja gerade die Welt so schön. Was er versteht, muss nicht ich verstehen. Denn wenn ich verstünde, was er versteht, dann wäre ja ich sein Mann. Manchmal überlege ich, es könnte doch irgendwas geben, was ich lernen müsste, damit ich so viel weiß wie er. Aber wenn ich es wage und Hänschen davon etwas sage, dann schreit er, erst lern besser kochen und lern besser stricken und sticken und flicken und einiges mehr. Drum, was Hänschen nicht lernt, lerne ich schon gar nicht. Was Hänschen nicht will, das findet auch nicht statt. Zum Beispiel, wenn ich ihn nach Liebe frag, am Sonntag und am Donnerstag. Am Sonntag klappt es niemals, aber am Donnerstag geht es glatt. Das bringe ich jetzt auch meiner Tochter bei, damit auch sie so glücklich sei. Wenn sie in ein paar Jahren dann ihr eigenes Hänschen hat. So eine Familie ist etwas Schönes. Das steht ja schon im Strafgesetzbuch. Wenn man dann am Abend nach des Tages Mühe und Plag im trauten Heim beisammensitzt, ist schön, man unterhält sich. Nein, das tut man eigentlich kaum. Nicht? Oder man liest ein gutes Buch auch nicht. Man spielt Gesellschaft, man liest Zeiten, in der Zeitung steht immer dasselbe. Also was macht man? Richtig, genau das, was Sie jetzt machen. Kriege gab's ja immer schon, nicht, dass mich das freute. Man sieht sie in der Zeit im Bild oder in Orf heute. Ich schau mir ja beide an, doch mein Ideal ist der Kuli, der Heinzi und Hans Rosenthal. Herrscht in Indien Hungersnot, sterben dort auch viele. Gibt's noch Krieg im Libanon und KZs in Chile? Sieht man für Südafrika keinen Hoffnungsstrahl? Wir haben den Kuli, den Heinzi und Hans Rosenthal. Wir lieben Dalli Dalli. Den Derrick. Ja, den Tatort. Und auch Café Zentral. Na, und den lieben Robert Lemke. Drei Engel für Charlie. Und den Lassi. Jedes Mal, der Lassi ist lieb. Nicht gescheit, aber lieb. Du, wie der da in den Wald gerannt ist und der war so lieb. Lass uns doch weiterschauen. Lass die Welt zugrunde gehen, draußen in der Weite. Mir steht doch der Volksanwalt fest und treu zur Seite. Buddenbrook sind auch recht gut. Ja, ja, ja. Aber optimal sind der Kuli, der Hänsi und Hans Rosenthal. Man trifft sich so um vier bei einer Kiste Bier. Zum Spätprogramm in FS2 gibt's noch einmal ein Bier. Marianne Koch ist schick, der Zimmermann ist dick und kehrt nach 22 Uhr genauso dick zurück. Was gehen mich die Perser an? Lass sie randalieren. Wenn ich Otto König hab, Rendezvous mit Tieren. Ist unsere Wirtschaftspolitik auch katastrophal? Wir haben den Kuli, den Heinzi, Fischer Kavi, Günter Tola, den Podgorski, den Fritz Eckhart, den Kochstammtisch, die Muppets und Hans Rosenthal. Wir haben auch die Rotenberger, Inspektor Columbo, den Schenk, den Erich Kunz, die Schauspielerin Ingrid Wendel. Ein echter Wiener geht nicht unter. Ja, das merkt man ja an uns. Mögen in der ganzen Welt Bomben explodieren, mitten im Seniorenclub kann uns nichts passieren. Du, heute gibt's die Löwingers. Was, das ist ja maximal. Doch wir haben auch den Kuli.
Den Hänsi. Und das, wie heißt der Ding? Ah, ja. Hans Rosenthal. Komm mit mir, schöne Dame, in die Anden nach Peru. Ich bin frei und um die Ecke steht mein Boot. Komm, ich zeige dir die Zulus und die schönsten Honolulus, aber nicht nach Hause, denn zu Hause ist der Tod. Komm mit mir, schöne Dame, in den Dattelpalmenhain, auch in der Südsee gibt's ein Überangebot. Komm, wir fliegen nach Kentucky, nach Paris, nach Nagasaki, aber nicht nach Hause, denn zu Hause ist der Tod. Der Tod ist jeden Tag bei mir zum Essen. Er unterhält sich nämlich gern mit meiner Frau, wäscht das Geschirr und macht ihr dampfende Kompressen. Er hat die Küche frisch gestrichen, grau in grau. Und wenn ich komm, spendiert er eine Runde. Und gegen neun schläft er vom Fernseher ein. Er liebt Prinzessinnen, Schlagersänger, Hunde. Ich möchte nicht zu Hause sein. Komm mit mir, schöne Dame, komm, wir fliegen nach Hawaii. Gleich im Nebenzimmer wartet mein Pilot. Oder fändest du es schicker in New York, in Costa Rica, aber nicht nach Hause, denn zu Hause ist der Tod. Die Ruhe dort ist wie im Grabe. Mein Wohnzimmer, das ist ein Labyrinth. Am Küchenofen sitzt bei uns ein Rabe und in der Ecke schreit ein unbekanntes Kind. Die Bilder fangen abends an zu brüllen. Die Wasserleitung singt das alte Lied. Der Tod sitzt da und kaut Pastillen. Man freut sich fast, wenn man ihn sieht. Ich hab so Angst, ich schüttle seine Hände und sag, wie geht's dir, Kumpel? Bist du auch gesund? Er blickt mich an und glaube mir, sein Blick spricht Bände. Und meine Frau kommt da rein und küsst mich auf den Mund. Schöne Dame, wünsch dir alles, was du willst. Ich bin zugänglich für jedes Angebot. Komm, wir fliegen in den Süden zu den fernsten Latitüden. Lass dich küssen unter Palmen und auf salzburgischen Almen. Ich bin überall zu Hause, nur nicht zu Hause. Denn zu Hause ist der Tod. Ja, meine Tochter sollten Sie eigentlich auch kennenlernen. Aber die ist leider nicht zu Hause. Sie treibt sich irgendwo herum. Es ist schrecklich. Wir haben wirklich alles für das Kind getan, aber es geht der heutigen Jugend einfach zu gut. Meine Tochter ist jetzt ein sogenannter Punk. Also das Wort kommt aus England. Diese jungen Leute ziehen sich ganz entsetzlich an. Sie färben ihre Haare in den wüstesten Farben. Sie stecken Nadeln durch ihre Wangen. Es gibt doch, weiß Gott, genug Ärger in der Welt mit den Kriegen und den Umweltkatastrophen, der Energiekrise, der Hungersnot. Warum kann meine Tochter nicht normal sein wie die übrige Welt auch? Meine Mutter hat mir immer gesagt, du kannst gut sein oder greulich, du kannst süß sein oder abscheulich, aber Kind, was immer auch komm, sei fromm. Und mein Vater hat mir immer gesagt, du kannst einfach sein oder patzig, anschmiegsam oder kratzig, doch egal wo oder wie, lüg nie. Doch für mich kam weder Frömmigkeit noch Wahrheit in Betracht. Ich hab mir mein eigenes Lebensbild gemacht. Hast du noch einen treu dich liebenden Vater? Dann wirf ihn möglichst tief in einen Krater. Und hast du da noch immer eine Mutter? Dann find einen Geier und verkauf sie als Futter. Und will dich sonst noch irgendwer belehren und dich zu Fleiß und Pünktlichkeit bekehren? Dann schlag ihn mit der Peitsche übers Schnütchen und sing ihm ein Liedchen. Dieses Liedchen geht so. Die Welt ist schlecht und ungerecht, die Welt ist, wie sie ist. Und wer die Welt für christlich hält, der ist kein guter Christ. Die Welt ist eine Strafanstalt und die Toten sind die Sträflinge, die rechtzeitig entkamen. Amen. Der Papst sitzt reich und faul im Vatikane und hat am frühen Morgen schon eine Fahne. Der Bundeskanzler leidet an Thrombosen und handelt mit Panzern oder falschen Prognosen. Das Volk schreit gern Hurra für Königinnen und will ausgerechnet die Weltmeisterschaft gewinnen. Wer Geld hat, sitzt auf den Bäumen und kommt nicht runter. Die Erde geht unter und wir lachen uns tot. Die Welt ist dumm und rundherum ein widerliches Pack. Man küsst sich in der Unterhose, tötet sich im Frack, ist zynisch zu den
überheblich zu den Weibern, aber freundlich zu den Damen. Amen. In China baut man ägyptische Pyramiden und verhandelt bereits den übernächsten Frieden. Die Neger will man aus Afrika vertreiben, aber die UNO, die darf weiter dort bleiben. Atomkraftwerke müssen überall sein, dann wird den Indern ihr Hunger bald egal sein. Und nächsten Sonntag gibt es in Nordrhein-Westfalen die freiesten Wahlen, denn was kann schon geschehen? Die Welt ist Gift und wen es trifft, dem raubt es den Verstand. Und wer die Welt zusammenhält, den bricht sie auseinander. Die Welt ist sehr bald menschenleer, doch dafür leuchten dann überall die buntesten Reklamen. Amen! Die Welt ist blau, die Leichenschau wird eine Sensation. Das Fernsehen hat sich angesagt und ist vorher geflohen. Die allgemeinen Krankenkassen sorgen für die Krüppel, die Verseuchten und die Bluter und die Selbstmörder und Missgeburten, die Blinden und die Lahmen. Amen! Schrecklich, diese jungen Leute, was? Dabei könnten sie so gut haben. Könnten lernen, studieren, arbeiten. Sie könnten natürlich auch Vergnügungen haben, ins Theater gehen, Musik hören, in die Oper. Opernkarten sind doch so billig. Oder wenn Ihnen das nicht passt, in die Operette. Ach Gott, ich liebe doch die Operette. Wenn ich so denke, das Weiße Rössel, wieder der Kaiser Franz Josef kommt, dieser liebe alte Herr. Man vergisst ganz, wie er in Wirklichkeit war. Oder Zigeunerbaron. Da gibt's eine Stelle, die habe ich besonders gern. Bruder, komm zum Militär, lass dich für uns werben, denn es muss das Ungarn her, siegen oder sterben. Der Text ist nicht so gut, aber die Musik ist schön. Ich schreibe jetzt auch eine Operette. Ein Lied habe ich schon. Fängt schon gut an, ne? Ein Gardeoffizier, ein junger Leutnant, war fern von der Heimat im Kriege. Das Mädchen neben ihm nahm plötzlich seine Hand und sagte, es wär falsch, wenn ich schwiege. Ich beobachte dich jetzt schon längere Zeit. Du bist traurig, Herr Leutnant, und das tut mir leid. Ja, im Krieg geht gar mancherlei vor. Und dann sang sie ihm zärtlich ins Ohr. Schieß mit mir, komm, schieß mit mir, wir werden schon irgendwen töten. Bomb mit mir, komm, bomb mit mir, wir wollen die Feinde zertreten. Unsere Liebe erblüht erst beim krachenden Schuss, wenn Verwundete brüllen, wie gut schmeckt ein Kuss. O Liebling, schieß mit mir, komm, schieß mit mir, mein feuriger Landesbefreier. Schieß mit mir, ja, schieß mit mir, wir treffen ein paar in die Eier. Lass uns fröhlich mit schweren Kartätschen die feindlichen Leiber zerquetschen. Ach, schieß mit mir und sieg mit mir, zusammen gehört uns die Welt, mein Held. Der Krieg ging schnell vorbei, der junge Leutnant kam einbeinig heim in sein Städtchen. Da sah er eines Tags in einem Restaurant ein schönes, einarmiges Mädchen. Er rief nur, mein Mädel, mit zitternder Lust. Da lag sie schon voll Leidenschaft an seiner Brust.
und dann sangen sie beide voll Glück. Ihre alte, vertraute Musik. Schieß mit mir, komm, schieß mit mir, wir werden schon irgendwen töten. Bomb mit mir, komm, bomb mit mir, wir wollen die Feinde zertreten. Ach, erinnerst du dich noch der seligen Zeit, als wir glücklich vereint waren im blutigen Streit? O Liebling, schieß mit mir, komm, schieß mit mir, wie süß auf dem Schlachtfeld zu lieben. Schieß mit mir, ja, schieß mit mir, ich metzgerte heute erst 7. Niemand fragt, wer den Krieg dann verloren, neue Feinde werden täglich geboren. Darum schieß mit mir, ja, schieß mit mir, es gibt nur den Sieg bis zum nächsten Krieg. Schön. Ach ja, die Operette. Das Beste habe ich Ihnen ja vorenthalten. Wissen Sie, ich habe nämlich noch eine Tochter und sehen Sie, die ist kunstbegabt, kunstbeflissen. Die liebt die Operette wie ich. Die liebt den Film und Fernsehen und die hat Autogramme von allen Schlagerstars. Die will nämlich selber gern zum Film. Ich habe gerade mein Foto an die Gloria-Film geschickt. Wer weiß, ob mir was glückt? Wer weiß, ob mir was glückt? Ich fange ja auch erst an mit meiner Schauspielkarriere. Natürlich ist das schwer, natürlich ist das schwer. Ich würde mich auch ausziehen, wenn es sein muss. Doch das machte mir ganz sicher keinen Spaß. Denn ich weiß, dass die Karriere dann sehr schnell zu Ende wäre. Weil die Natur bei mir was Wichtiges vergaß. Hätt ich die Oberweite von Sophia Loren, wär ich zum Filmstar schon längst erkoren und hätt mich liebend gern mit Haut und Haar verschworen. Der holden Kunst, der Kunst, der Kunst. Ich bin geküsst von allen künstlerischen Musen. Ich kann auch selber küssen und schmusen. Nur eines kann ich nicht, mich ausziehen ohne Busen. Für meine Kunst, die Kunst, die Kunst. Ein Regisseur, ein Produzent, ein Intendant, der schaut mich an und sagt zuerst, nu ja, famos. Dann sieht er, oben ist nichts los und dann ist's aus. Ich hab manchmal so einen sonderbaren Traum. Ich träum, dass plötzlich wie verhext an mir ein Busen wächst und wächst. Dann schwärmen sicher überall die Produzenten von meinen großen, nu ja, Talenten. Und ich werd schnell berühmt auf allen Kontinenten für meine Kunst, die Kunst, die Kunst. Ich spiele alle Rollen kreuz und quer, von Shakespeare bis James Bond. Ich spiele Molière und Calderon, sogar das Kätzchen von Heilbronn. Ich nehme als Partner nur die allerschönsten Männer, die es gibt. Und wenn mich küssen will ein Mann, kommt er schon beinahe nicht mehr ran. Cinemascope wird bald zu klein für meine Spiele. Sowohl von vorne wie im Profile. Doch setze ich mir noch viel gewaltigere Ziele. Jawohl, ich strebe hoch hinaus. Ich will Erfolg, ich brauche Applaus. Ich suche noch mehr Lebensraum. Doch halt, es ist ja nur ein Traum.
Die Wirklichkeit ist grau und dumpf. Ich laufe ein, ich schmelz, ich schrumpf. Ach, allzu kurz war mein Triumph. Ich kehr zurück zum alten Rumpf. Ob ich Gebete schick in alle Himmelsräume, die Nacht durchweine oder wütend schäume, ich wart ja gern, doch auf den Busen meiner Träume wart ich umsonst, umsonst, umsonst. Jetzt werden Sie sich vielleicht nicht mehr so wundern, wenn ich Ihnen sage, ich bin ein Narr. Ich bin ein Narr, weil ich weiß, dass ich einer bin. Wenn ich nicht wüsste, dass ich einer bin, wäre ich erst recht ein Narr. Zugegeben, es geht den normalen Menschen in Österreich recht gut. So ganz verloren hat den Krieg hier niemand. In Deutschland auch nicht. Sie haben ja auch ziemlich viel Wiederschlechtmachung bekommen. Und weil Sie so viel bekommen haben, haben Sie gar nicht gemerkt, dass man Ihnen noch viel mehr weggenommen hat. Ich meine da nicht die deutschen Ostgebiete, die hat man ja nur den Amerikanern weggenommen. Ich meine da ideellere Dinge, naja, wir Narren wissen da, was gemeint ist. Mir hat man eigentlich nur weggenommen. Man hat das allerdings nie zugegeben, man hat gesagt, ich bin verrückt. Man wollte mich sogar in eine Anstalt stecken, aber so verrückt war ich dann doch nicht. Man hat mir genommen den Stein, auf dem ich saß und meine Trauben aß. Man hat mir genommen den Frühlingsschmerz und aus meinem Kopf das Herz. Man hat mir genommen die Ruhe aus meinem Lied und was am Mond geschieht. Auch ich bin jetzt Sklave und denke fest an das, was sich denken lässt. Was ein jeder denkt, denk ich gehorsam mit. Alles andere ging verschütt. Wenn ich wenigstens meine Träume hätt, doch auch die sind irgendwo ganz weit von hier. Hilf mir doch, spiel mit mir, lass uns zu zweit in einem Husch verschwinden. Lass uns was finden, das uns niemand außer uns, wenn man wenigstens einen kaufen könnt. Doch die Träume, die man kauft, sind Stereo. Hilf mir doch, lauf nicht so. Draußen ist immer noch kalter Winter, Schlussverkauf. Mach ja nicht deine Augen auf, schweig davon. Traum steht nicht zur Diskussion. Früher war ein Traum aphroditisch, heute ist ein Traum neurotisch und politisch. Unser Leben gleicht dem Butterbrot. Wenn man auf die Butterseite fällt, dann ist man tot. Wenn ich wenigstens meine Träume hätt, doch die Träume, die ich träum, sind Bürgerpflicht. Hilf mir doch, stirb noch nicht, führ mich hinaus von hier in den Wiener Steppenwind, wo illegale Träume sind. Kennst du das Land, wo die Schablonen blühen? Von dort möcht ich mit dir nur fort, Geliebte, ziehen. Aber manche Träume träum ich weiter, und bei manchen Träumen werde ich wieder heiter. Denn im Traumbuch der Geschichte kann man lesen, ja, es stimmt, die Welt ist trist,
Doch vor vielen Jahren ist sie genauso trist schon einmal da gewesen. Denn ein Kapitel der Geschichte heißt die Renaissance. Im brutalsten Mittelalter kam ein Umgestalter, unvorhergesehen. Der sprach, so kann's nicht weitergehen, die Welt kriegt von mir noch eine Chance. Sicher war der Mann ein Narr, doch schließlich gab's noch andere Narren und so kam die Renaissance. Es kam nichts Neues, nur das Alte in der Renaissance. Doch das Ziel beim Rückwärtsgang heißt Traum und Wissensdrang. Die Gegenwart kommt nie in Schwung. Zukunft heißt Erinnerung. Man kennt sich ja selbst nur per Distanz. Doch es gibt kein Happy End, solange man sich nicht selber kennt. Und das schuf die Renaissance. Zwar zuerst war alles voller Mythos und vielleicht auch ein bisschen religiös. Doch die Zukunft eines schnellen Brüters, die ist noch weitaus mehr mysteriös. Und das macht mich immer mehr nervös. Drum scheint es ratsam zu betreiben, unsere Wiedergeburt. Ohne Wachstumsinterpreten, ohne Fernraketen, ohne Psychologen, ohne neuen Werbeslogan, lasst uns verrückt, lasst uns absurd, lasst uns unsere Zeit verbummeln, psychopathisch weiterfummeln an unserer Wiedergeburt. Denn die Umwelt dreht sich jetzt nach innen und das heißt, unsere Seele kriegt den Dreck. Und die Leute, die von Herzen spinnen, die holt man meistens polizeilich weg. Doch die Weltgeschichte liegt ums Eck. Damals begann's auf Italienisch, La Rinascita. Später dann, so um 1600, war man sehr verwundert. Selbst die frömmste Nonne rief, wir drehen uns um die Sonne. Jedermann weiß, was da geschah. Langsam sind aus tiefer Nacht die Menschen damals aufgewacht, das war La Rinascita. Drum sagen wir mit aller Vorsicht, vive la Renaissance. Es ist spät und trotzdem früh. Man weiß nicht wo und wie, man nickt einander zu. Und spielt ein bisschen blinde Kuh und sagt halb im Spott, halb auch in Trance. Ich bin zwar kein Kommunist, ich weiß auch nicht, ob's höflich ist, und doch, vive la Renaissance! 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 Vive la Renaissance, 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 vive la Renaissance. Ha 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 ha!